Willkommen zum nächsten Part von Let's Play Risen. Viel Spaß. So, und da sind wir auch schon wieder zurück bei Let's Play Risen mit mir, dem Madmax Master. Und nun wünsche ich euch viel Spaß im heutigen Part. Wir waren hier stehen geblieben und zwar an dem Hof von Tristan, dem Tippi, der dafür sorgt, dass die ganzen Leute was zu essen haben. Ich meine, da sind zwar ein bisschen wenige Felder, ein bisschen durcheinander hier die ganzen Felder, irgendwie übel hochgewuchert der ganze Trotz. Aber gut, wir sollen uns bei den Rekruten erkundigen, ob wir hier irgendwas zu tun haben, ne, zwecks Aufgaben und sowas. Und ich würde sagen, das tun wir jetzt einfach. Benny, wie sieht's denn bei dir aus? Du bist doch auch so einer, warte mal, ich habe da hinten vorher noch eine Reiselust gesehen, oh, hier liegt auch noch Zeug. Können wir das einfach nehmen? Wollen wir es wagen? Komm. F8. Können wir nehmen? Können wir nehmen. Kein Problem. Schöne Sache, denn sonst es kann sein, dass sie wütend werden, die Typen hier. Aber gut. Benny, wie sieht's mal dir aus? Bist du verrückt, hier herumzuspazieren? Was meinst du, was die Inquisition mit dir macht, wenn sie dich hier erwischen? Wahrscheinlich, wenn ich, werde ich wegrennen und Wettrennen, genau, mach ein Wettrennen mit der Inquisition. Nee, ich werde wegrennen und dann werden die mir wahrscheinlich folgen und dann irgendwann lassen sie locker, weil sie keinen Bock haben, hinterher zu rennen. Oder sie schlagen mich. So, Wirst du jetzt die Inquisition rufen? Nein, ich werde dich ganz bestimmt nicht verraten. Aber ich weiß, dass die Ordenskrieger hier oft vorbeikommen, um nach dem Rechten zu sehen. Du solltest besser vorsichtig sein. Okay, danke für den Tipp, Junge. Was machst du da? Ich arbeite auf meinem Feld. Auf deinem Feld? Ich habe dieses Kornfeld hier zu bearbeiten. Das Feld auf der anderen Seite des Weges ist Tellos Aufgabe. Er ist natürlich wieder mal viel weiter als ich. Tello hat schon seine ganze Ernte ins Lagerhaus gebracht. Aber ich fürchte, ich werde es nicht rechtzeitig schaffen, bis die Ernte abgeholt wird. Okay, warum denn nicht? Aber gut, wenn, dann wird es eine Aufgabe für den Madmax Master. Brauchst du Hilfe? Naja, lass es mich mal so sagen. Wenn du mir helfen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Wie dankbar genau? Ich bin nur ein Novize und habe nicht viel. Aber wenn du das Korn von meinem Feld erntest und zu mir bringst, würde ich dir dafür einen Heiltrank geben. Was sagst du dazu? Nee, Heiltrank ist, also ein Heiltrank ist besser als kein Heiltrank, ne? Deswegen, warum denn nicht? Abgemacht. Ich bring dir das Korn von deinem Feld. Großartig. Dann schaffe ich es vielleicht doch noch bis zum nächsten Mond, meine Ausbildung als Magier anzutreten. Bis zum nächsten. Geh auf mein Feld und sammle alle Kornpflanzen ein, die reif genug sind. Wenn du 10 gesammelt hast, komm wieder und bring sie mir, ja? Bis zum nächsten Mond, okay. Was heißt denn das, bis zum nächsten Mond? Ist es hier so, keine Ahnung, wenn es wieder Nacht wird und dann wieder Tag und dann wieder Nacht und dann ist der nächste Mond oder wie? Oder wie sieht denn das aus? Keine Ahnung. Naja. Achso, hier. Oder hat das was mit der Jahreszeit zu tun? Ich weiß nicht, ja gut. Ich sehe gerade schon Korn aufblitzen. Wir müssen jetzt einfach hier über das Feld gehen und Korn sammeln. Hier ist noch ein Korn. Und 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 dort waren wir schon und hier ist noch ein Korn und das gibt noch die Eier mit dem und aber hier ist noch ein Korn und hier ist ein Huhn und wir sind Feldarbeiter. Wir haben jetzt endlich mal einen Erfolg bekommen. Ja, Benny, ich habe dir das Korn gesammelt. Das hat ja gar nicht so lange gedauert, hätte es auch selber machen können, ne? Aber gut. Hier sind deine 10 Kornpflanzen. Hier sind deine 10 Kornpflanzen. Danke, mein Freund. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, bevor ich richtigen Ärger bekommen hätte. Hier hast du den versprochenen Heiltrank. Ach, sogar einen mittleren Heiltrank. Das ist aber nett von dir. Dankeschön, Kollege. Den werde ich wahrscheinlich jetzt die nächsten Tage noch nicht einsetzen. Die nächsten Tage, ja. Trotzdem, Dankeschön. Was, welchen Ordenskrieger meinst du eigentlich da überhaupt, ne? Von welchem Ordenskrieger sprichst du da? Alle paar Tage kommt einer der Krieger des Inquisitors bei uns vorbei und sieht nach dem Rechten auf unserem Hof. Dabei nimmt er uns unser Korn und unser Fleisch ab und bringt es in die Vulkanfestung. Wenn ich du wäre, würde ich mich verstecken, wenn er hier auftaucht. Verstehe. Okay, das ist natürlich, muss ich rechtzeitig wissen, ne, bevor der Kollege kommt. Aber gut. Der Typ hat eine Halbglatze. Er sieht da komisch aus. Naja. Müssen wir wieder Feldarbeit jetzt machen, wenn ich ihn anspreche? Komm, ich spreche erstmal den Typen da drüben an. Oh, guck mal hier, hat er seine Schweine, da ist mir sympathisch, da Hänsel.
Wie sieht's aus? Nicht gut. Ich habe wohl die undankbarste Arbeit unserer gesamten Gemeinschaft. Was ist dein Problem? Wölfe. Ein Rudel hungriger Wölfe macht mir das Leben schwer. Meine Schweine waren mal 6 an der Zahl. Und nun sieh dir an, was davon noch übrig geblieben ist. Okay, genau mein Ding, würde ich sagen, oder? Aber woher kommen die denn eigentlich überhaupt? Woher kommen die Wölfe? Drüben im Norden gibt es eine kleine Höhle. Ich war noch nicht dort, aber ich möchte wetten, dass sie sich irgendwo dort ihr Versteck gesucht haben. Kennt ihr das? Wenn man plötzlich... Ihr sollt so irgendwie an Musik hören oder sowas, oder sagt von mir aus, ist gerade im Spiel drin wie ich. Und plötzlich kommt ihr aus Versehen an euren Lautstärkeregler am Mikrofon und dreht ihn halt einfach mal volle Kanne auf. Ey, leckt mich am Arsch, habe ich gerade einen Herzinfarkt bekommen, ey. Meine Fresse, habe ich gerade zusammengezuckt, als er auf einmal so redet, so hungriger Wölfe. Und dann auf einmal leckt mich am Anus, Alter. Scheiße, hab ich mich gerade erschreckt. Puh, erstmal durchatmen. Okay, aber habt ihr niemanden, der das euer Vieh beschützt? Weil, naja. Habt ihr denn niemanden, der euer Vieh beschützt? Die Krieger der Inquisition kümmern sich mehr um das Gold aus den Tempelruinen, als uns Novizen vom Bund der Magier zur Hand zu geben. Das ist natürlich doof. Wir sind auf uns allein gestellt. Gleichsam kommen sie aber regelmäßig hier vorbei und fordern ihren Tribut ein. Ich will mich ja nicht beschweren. Ich habe es mir ja selbst so ausgesucht. Aber manchmal ist es schon zum Verzweifeln. Na, das kann ich, das glaube ich dir auf jeden Fall, Kollege. Aber ich glaube, ich trete mal in den Hintern, würde ich so sagen. Irgendwann dann mal. Ne? Aber erstmal... Was? Achso, ihr werdet... Wie jetzt? Ihr werdet also von den Ordenskriegern ausgebeutet. Naja, das kann man so nicht sagen. Die Magier beugen sich dem Gesetz des Inquisitors. Sie sind der Meinung, dass das der einzige Weg ist, um uns und die gesamte Insel vor dem nahenden Bösen zu schützen. Wir Novizen werden von den Magiern dazu angehalten, uns neutral zu verhalten, solange die Dinge so sind, wie sie gerade sind. Deshalb haben wir auch nichts von den Banditen zu befürchten, weil sie wissen, dass wir ihnen nichts tun. Leider hilft uns das bei den wilden Tieren der Umgebung hier herzlich wenig. Okay, das glaube ich allerdings. Na gut, aber trotzdem, sind hungrige Wölfe, ja, trotzdem mein Ding, ne? Hungrige Wölfe? Genau mein Ding. Es ehrt dich, dass du mir helfen willst, aber ich muss dich warnen. Die Biester sind schon seit einigen Tagen nicht mehr hier gewesen. Ich schätze, sie kommen um vor Hunger und sind dadurch besonders gefährlich. Danke für deine Zuversicht. Wie auch immer, trotzdem viel Glück. Wenn du in 2 Tagen nicht wieder da bist, gehe ich davon aus, dass sie dich erwischt haben. Na toll. 2 Tage, aber das machen wir in ein paar Minuten. Komm, go, go. Die Wölfe sind in der Höhle, hast du gesagt. Da hinten sind sie nicht, das weiß ich aus Erfahrung. Aber trotzdem, ich glaube, da hinten war noch eine Truhe drin, oder? Hier in diesem... Ja, hier ist noch eine Truhe. Können wir die öffnen? Warte mal, F8. Ja, die können wir sogar öffnen. Was ist denn da drin? Oh, ein Heiltrank, eine Perlenkette, Käse und Wein. Das ist natürlich immer wieder schön und fröhlich anzusehen. Aber trotzdem, bevor wir nach da hinten gehen, denn wir werden nämlich nach da hinten gehen, diese Grube nach da hinten, Grube eher weniger, aber ihr wisst, was ich meine. Und zwar werden wir erstmal uns das Heilkraut hier runterziehen, dass wenn wir schnelle Heilung brauchen, schnell auf das Heilkraut zugreifen können. Genauso wie die Pilze und auch Fleisch. Und vielleicht noch ein bisschen Brot, ist auch noch ganz lecker. Und, ja. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, speichern wir nochmal kurz mit F8. Und, ja, dann würde ich sagen, oh, hier liegt ein Ei auf dem Boden. Das ist ja toll. Habe ich vorher verloren wahrscheinlich, mein linkes Ei. Nee. Oh, hier ist ja schon Wolf. Okay. Wir sagen, gehen einfach mal direkt drauf los. Warum denn nicht? Alter, ist aber kein normaler hungriger Wolf. Alter. Ja. Hat er mir gegeben, ja. Ey. Leckt mich am Anus, ey. Alter, die hauen ja richtig gut rein. Was ist denn hier unten? Ein kleiner Diamant. Ist natürlich fett. So ein kleiner Diamant ist was Schönes, oder? Ah, cool, so eine Bucht. Auch diese Lichteinstrahlung, wunderschön. Aber gut, hier ist eine Truhe, die werden wir auch gleich mal plündern, was auch immer da jetzt drin sein mag. Und zwar ein Kräuterstängel. Okay. Oh mein Gott, ist da ein Ghoul? Ah, jetzt auch ein Wolf. Alter, ich denke mir gerade. Ghoule sind somit die schlimmsten Viecher, die es überhaupt gibt hier im Spiel, weil die mir so dermaßen Angst machen, ey. Na gut, ein Mana-Pilz.
Jetzt haben wir relativ viel. Ich glaube, ich schlafe jetzt kurz in der Nacht, denn wir haben übel viel Leben verloren. Und, nee, da brauche ich jetzt keine Heilgedönse zu verschwenden. Da gehen wir mal kurz hier in das Bett und schlafen eine Runde. Und das erlauben uns einfach jetzt mal ganz frech in irgendeinem fremden Bett zu schlafen. Natürlich bis zum nächsten Morgen. Ich schlafe immer bis zum nächsten Morgen. Denn, ja, bis Mittag oder abends macht es ja wenig Sinn, weil dann ist ja gleich wieder dunkel und wir möchten ja spielen, wenn es hell ist, wenn es schön ist, alles. Schöner Sonnenaufgang übrigens hier. Egal. Wir sind jetzt hier wieder weiter in der Höhle drin. Unser Leben hat sich wieder aufgefüllt und ich würde sagen, wir laufen einfach jetzt straight da rein und ficken die alle weg. Kennen die alle weg. Piep. Und so, wisst ihr Bescheid. So, F8. Schwert zücken. Und dann den hier machen. 2, 3, 1. So. Oh mein Gott. 1, 2, 3. Oh mein Gott, ich hab den nicht getroffen gerade. Nein. 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 Puh. Alter. Okay, das war natürlich auch ein bisschen knapp. Die hungrigen Wölfe haben. Die hungrigen Wölfe haben alle nicht so megamäßig was dabei. Immer nur so einen komischen Zahn und so einen Scheiß. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, kann man bestimmt verkaufen oder sowas. Die erste Höhle, die ist natürlich schön, muss ich sagen. Okay, gut, dann gehen wir mal weiter und gucken mal, da unten ist ein Wolf. Okay. Ein Wolf, wo ist der andere? Lol, die stehen wieder direkt hintereinander. Nö, ist mir egal. Oh Leute, jetzt habe ich einen Pilz gefressen. Oh, tut mir leid, ich wollte eigentlich Nummer 2 rausholen. Wie sieht das aus? Wie hoch muss ich denn da zielen jetzt? Jetzt sieht auch hammergeil aus, jetzt das Erdbeben, wie der Typ wackelt, Alter, wie nichts Schönes. Aber der, weißt du was, der wackelt wie die Sau, aber der Bogen bleibt halt ruhig. Okay, das war natürlich scheiße jetzt. So, okay, den habe ich jetzt getroffen. Ah, guck mal, jetzt kommen doch beide, ja, ganz geil. 1, 2, 3. Bam, nein, 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 nein. Na, bam, 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 bam. Nein, nein, ah! Nein, boah, Alter. Okay, wir sind zwar Level aufgestiegen, aber ganz ehrlich, das ist ja, wir kriechen gerade noch auf Haut und Knochen vor uns hin, ey. Na gut, F8. Gehen wir mal weiter, wir haben jetzt zwar 5 von 5 getötet, das heißt, es dürften eigentlich keine Kreaturen mehr auf uns zukommen, die uns was Böses wollen. Eisenerzbrocken, Wasser, Knüppel und eine Goldmünze, oder mehrere Goldmünzen. Dann haben wir noch eine Pflanze des Manas, also Mana-Pilz war da, glaube ich. Und dann gehen wir hier mal noch rein. Was haben wir denn hier Schönes? Ist da auch was? Nee, okay. Na gut, hier haben wir noch im Hintergrund... Ach, eine Mana-Pflanze. Schön. Die brauchen wir übrigens. Mana-Pflanzen und Heilpflanzen nicht essen, nur Heilkraut und so Zeugs. Denn Mana-Pflanzen und Heilpflanzen brauchen wir später noch für eine Quest. Aber gut, dazu später dann mehr, ne? Also ganz viel später. So... Ich würde sagen, ich mache hier einfach mal einen Screenshot kurz. Vielleicht kann ich hier einen Screenshot machen. Soll ich hier einen machen? Ist es doof? Soll ich hier einen Screenshot machen? Oder ist es blöd, so hier so einen Screenshot? Keine Ahnung. Wie wäre es denn, wenn ich einfach jetzt hier so einen Screenshot mache? Hier im Hintergrund noch ein bisschen der Kristall. Ja, genau, das ist doch schön. Okay, alles klar. Screenshot gemacht und dann würde ich sagen... Den Wolf haben wir schon gelootet, dann würde ich sagen, ja gut, wir haben ja die Wölfe jetzt schon erledigt, ging ja schneller als ich gedacht habe. Wir sind auch bis jetzt noch kein einziges Mal gestorben, ne, auch was Schönes. Aber das, oh, da steht er ja, warum steht er ja schon, was ist denn das jetzt hier? Ja, ich speichere es einfach nochmal, F8. Wenn der Kollege da meint, stehen zu müssen, dann, ja. Hey, du, ich muss dich warnen, ein Krieger des Ordens ist auf unseren Hof gekommen. Als hätte ich es geahnt. Du dürftest ja eigentlich gar nicht hier sein. Hör zu, wenn er dich sieht, dann bist du erledigt. Er wird dich niederschlagen und in die Vulkanfestung bringen lassen. Und was jetzt? Wir müssen warten, bis er wieder weg ist. Am besten, du folgst mir unauffällig und verschanzt dich in unserem kleinen Lagerhaus. Dort steht ein Bett. Leg dich dorthin und schlaf erstmal eine Runde. In ein paar Stunden ist der Ordenskrieger weg. Alles verstanden? Okay, langsam erklär's mir nochmal. Nee, ist schon in Ordnung, ich bin ja nicht so schwer vom Begriff. In Ordnung, alles klar. Los geht's und pass auf, dass er dich nicht sieht. Okay, dann würde ich sagen, los geht's. Ja gut, ich kann an dem vorbeirennen jetzt, oder? Ich würde sagen, ich renne einfach jetzt hier an der Seite entlang.
Ey, der ist noch nicht da, oder? Doch, der ist schon da. Okay, hat mich nicht gesehen. Noch nicht, auf jeden Fall. Jetzt schnell hier ins Bett. Und jetzt schnell eine Runde pennen. Dann ist auch unser Leben wieder ausgefüllt. Ausgefüllt, ja. Also, das war mein toller Timer. Gut, ob der... Gut, ich würde sagen, beenden wir einfach jetzt hier, genau, oder? Ob der Ordensrieger wieder da ist oder noch da ist, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bewerbt nicht vergessen und bis dahin, bis dann, Tschüssikowski, haut rein, bis zum nächsten Part. Tschüss.